Also wir haben trotz Corona ein wahnsinnig gutes Jahr hingelegt mit einer richtig gut motivierten Mannschaft, haben einen Anerkennungstarifvertrag, der an vielen Stellen noch angepasst werden muss, und wir zeigen unserer Geschäftsführung mit dem Auftritt, dass wir das wirklich wollen. Wir haben gerade mit der Belegschaft diskutiert, ob das Angebot des Arbeitgebers angenommen wird oder nicht. Die Belegschaft hat sich kämpferisch gesagt, hat gesagt, wenn es da nicht noch eine Schippe obendrauf gibt, dann wird es hier härtere Maßnahmen geben als nur Pausenaktion. Das nehmen wir in die Verhandlung nächste Woche Mittwoch mit.